Sulz am Neckar bindet seine Bürgerinnen und Bürger aktiv in die nachhaltige Stadtentwicklung ein. Hier kommt der dialogischen Bürgerbeteiligung eine aktive und bedeutsame Rolle zu. Ganz im Vordergrund steht bei mir der Eufachsziel der Bürgernähe. Ich möchte die Bürger abholen mit ihren Meinungen, mit ihren Interessen. In Dialog treten, wertschätzen, zuhören, eigene Standpunkte überdenken gehören hierbei dazu. Bürgerbeteiligung trägt zu einer lebendigen und starken Demokratie bei. Unterschiedliche Gesprächsformate sind hilfreich, um Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. So wie die aufsuchende Bürgerbeteiligung bei einem Quartiersspaziergang mit dem Bürgermeister. Gut, ich finde das eine sehr gute Gelegenheit, dass die Bürger da mal die Möglichkeit haben, direkt mit dem Bürgermeister in Kontakt zu treten und auch mal hier ungezwungen Fragen zu stellen. Bürgerinnen und Bürger gestalten die Zukunft ihrer Stadt aktiv mit im Programm Deutschland besser machen der Hamburger Körperstiftung. Warum sind Sie heute Abend hier? Um Sulz besser zu machen. Damit sich die Bürger wohlfühlen in der Stadt. Es gibt hier viele spannende Themen. Ich würde mich da sehr gerne beteiligen. Warum setzen Sie sich für lokalen Klimaschutz ein? Das, was ich machen kann, ist natürlich da anfangen bei mir selber. Was kann ich machen und was kann ich in dem Bereich machen, wo ich wohne? Mit welchem Gefühl gehst du heute Abend nach Hause? Dass man als Individuum jetzt mal endlich wieder was tun kann und das Argument, ich kann ja an der Verschmutzung der Welt eh nichts ändern, auf diese Weise entfällt. Erleichterung. Die Bevölkerung macht mit. Es liegt in den Sulzer und auch aus den Teilorten, liegt es in seinem Herzen, dass man in Sulz was bewegt. Der Ausbau der Bürgerbeteiligung ist mir ein großes Anliegen. Unterstrich Barbara Bosch, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im baden-württembergischen Staatsministerium bei ihrem Besuch auf den Sulzer Streuobstwiesen. Die notwendigen Veränderungen können wir nur mit den Menschen bewältigen, nicht gegen sie. Mit der dialogischen Bürgerbeteiligung schließen wir die vielfach empfundene Lücke zwischen denen da oben und denen da unten. Ein Klimarat mit einem Lenkungskreis und Zufallsbürgern aus 500 gelosten Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen 16 und 80 Jahren ermöglicht den regen Austausch und Dialog. Mit dem Aktionstag Bürgerenergie soll der Weg zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft bereitet werden. Was ist dir bei der Energiewende besonders wichtig? Einer der wichtigen Punkte ist, dass wir es gemeinsam machen, und zwar in Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, dass wir uns gegenseitig aufrütteln oder wachstupsen, aktiv mitzugestalten. Eure Meinung, wo Sie stehen, das interessiert uns. Ich will eine Energiewende, also muss ich mir überlegen, wie kann ich diese Energiewende gestalten. Aber das ist ja das Ziel. Raus aus den vier Großen, raus aus diesen großen Netzübertreibungen, Strom in der Region erzeugen, Strom in der Region verkaufen. Und dann können die Bürger mitreden, wie der Strom produziert wird. Der Drum. Doch, Bürgergenuss. Tschüss.